Ich habe das große Glück, dass ich in einer Gegend wohne, wo es ziemlich viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, fotografischer Natur zumindest. Eine der Möglichkeiten ist eine besondere Orchidee. Und das ist die größte Orchideenart, die es gibt, die größte heimische. Und das ist nämlich der Frauenschuh. Und ich wohne da ganz unweit von einem Gebiet, das als Gebiet mit der größten Frauenschuhdichte Europas gilt. Und ja, wie so ein Frauenschuh ausschaut, das zeige ich euch gleich. So, wir haben uns heute dazu entschlossen, dass wir eben da herfahren zu dem Gebiet, wo es theoretisch Frauenschuhe gibt. Und zufälligerweise habe ich das Makro mitgebracht, weil man dachte, vielleicht sind sie noch da. Es ist nämlich so, dass in diesem Jahr sind die ersten Frauenschuhe circa einen Monat früher sichtbar gewesen als letztes Jahr. Und jetzt war ich mir unsicher, ob sie noch da sind, ob noch welche zu sehen sind. Ich habe heuer halt eben noch keine Zeit gehabt, dass ich es fotografiere, und deshalb gefällt es mir besonders, dass ich jetzt da die Gelegenheit habe. Zusätzlich ist es eine große Freude, dass das Licht gerade so lässig ist. Wir haben da jetzt kein gleichmäßiges Licht, sondern sehr viel Flecken, Lichtflecken. Das kann man als Nachteil sehen, weil es kein ebenmäßiges Licht ist, aber es ist unglaublich spannend. Und ja, ich werde mal was machen und dann zeige ich euch das, wie das ausschaut. Also der Frauenschuh ist so eine schöne Pflanze und ich finde, der ist fotografisch auch immer wieder interessant. Es sind oft Tiere drauf, die man super in Szene setzen kann, und das ist auch natürlich voll interessant. Ah, da ist gerade ein Heuschreck, den muss ich mal aufnehmen. Schauen wir mal, bitte schon. Sehr spannend. Wenn man das Objektiv so leicht runtergibt und schief hält, dann kriegt man oft so schöne Effekte rein, so verträumte, so Streulicht, das ja, so ein bisschen sonderbar wirken kann, und das ist sehr interessant, finde ich. Und ja, das Einzige, also man muss halt einerseits einmal aufpassen, dass man nicht weiß, wie viel Staub und Schmutz und so reinkriegt, und andererseits ist es auch wichtig, dass man bei der Kamera einstellt, dass man auch ohne Objektiv auslösen kann, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, ich tue einfach das Objektiv runter und kipp's so schräg. Der Sensor ist frisch gereinigt. Also. Genau. Thank you.
Wunder. Der weitere Vorteil ist, dass wenn man die Kamera und das Objektiv weiter voneinander entfernt, ist das das Gleiche, wie wenn man mit Zwischenring arbeitet. Und mit Zwischenring hat man eine bessere Naheinstellgrenze. Also man kann die Entfernung von Kamera und Kamerasensor zum Objektiv verlängern und dann kann man näher ans nächste Motiv ran. Ja, cool. Schaut ja ganz interessant aus, finde ich. Dann gehen wir mal weiter. Mal schauen, was wir noch finden. Und ganz besonders wichtig ist, dass wir gut auf den Weg schauen. Also nicht nur, dass wir nicht stolpern bei den vielen Wurzeln. Es ist deshalb wichtig, dass wir auf den Weg schauen, weil nicht nur der Frauenschuh die einzige Orchideenart ist, sondern es gibt viele, viele andere Orchideenarten. Allein in Österreich gibt es über 63 verschiedene Orchideenarten. Und wir sehen, was für spannende Plätze diese Orchideen sich aussuchen zu wachsen. Also da sieht man, das ist mit den gefleckten Blättern, das ist auch eine Orchideenart, die die du mitten am Weg wächst quasi. Also die Orchideen brauchen einen ganz besonderen Boden und vor allem eine bestimmte Zusammensetzung mit Pilzen und anderen Mikroorganismen, die das überhaupt erst ermöglichen, dass die wachsen können. Deshalb bringt es auch nichts, wenn jemand da die Orchideen ausgräbt und für daheim ansetzt. Also es gibt in Gewächshäusern oder Gärtnereien gibt es die Möglichkeit, wenn man unbedingt einen Frauenschuh für daheim möchte, kann man das dort kaufen und dann passt die Erde und dann passt alles, dann kann man das gleich alles so zusammen kaufen, dass man dann eine längere Freude hat. Und da sehe ich schon die nächste heimische Orchideenart, das ist das Waldvögelein. Ich zeige euch das einmal, das schaut nämlich richtig schön aus. Das ist eine weiße Pflanze. Also genau. Fotografisch achte ich darauf, dass der Hintergrund möglichst sauber ist, dass er wenig Ablenkung hat. Zum Beispiel versuche ich auch nicht diese Frauenschuhe zu fotografieren, die so dicht beieinander stehen. Wenn die Frauenschuhe so dicht beieinander stehen, dann ist es schwierig, dass man ein Element separiert. Und mir geht es bei der Blumenfotografie sehr stark um die Separation. Es sollte halt ein Hauptelement sein, das dann im Vordergrund steht und das dann richtig gut zur Geltung kommt. Und das ist so mein Zugang dazu. Eine Sache, die noch wunderbar spannend ist an dem Gebiet, was mich jetzt mal wieder fasziniert, sind die Bäume da. Das sind nämlich Wacholderbäume. Die sind teilweise mehrere hundert Jahre alt, was natürlich ein Wahnsinn ist. Und das hat einen unschätzbaren Wert für die Natur. Das Gebiet ist sowieso extrem spannend. Und durch den großen Orchideenreichtum ist das halt zusätzlich sehr sichtbar, wie wertvoll das Ganze ist. Und da freut es mich, wenn ich dann immer wieder da herkommen darf und quasi die Naherholung nutzen kann. Ja, alright, dann hoffe ich, dass
was dabei war für euch, dass ich euch Anregungen liefern konnte. Und wenn euch das gefallen hat, freut es mich, wenn es einen Daumen nach oben gibt. Ich habe es in einem anderen Video auch schon gesagt, ich habe jetzt mein zweites Buch veröffentlicht, also es ist gerade im Druck, in der Fertigstellung. Wenn ihr da Interesse an einer signierten Kopie habt, dann schreibt es mir gern und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.